Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Windows 11 und Android 12. In diesem Teil geht es um Intels Evo-Plattform. Wir gucken uns an, wofür diese Plattform steht und warum sie gut für uns Kunden ist. Let's go! Frage Nummer 1. Was sind Intel Evo-Laptops? Es sind flache, leichte und schnelle Laptops, die überall einsetzbar sind. Dabei müssen Sie folgende Mindestanforderungen erfüllen, um die Intel Evo Plakette tragen zu dürfen. Schauen wir uns diese Anforderungen genauer an. Flach, leicht, schnell, lädschnell, langlebige Batterie, sofortige Betriebsbereitschaft. Das Aufwachen aus dem Standby muss in weniger als einer Sekunde erfolgen. Die Laptops müssen eine Akkulaufzeit von mindestens 9 Stunden bieten und nach einer 30-minütigen Ladezeit mindestens wieder 4 Stunden Laufzeit ermöglichen. Zudem müssen alle Intel Evo Laptops Thunderbolt 4, Intel Wi-Fi 6, biometrisches Entsperren sowie Premium Audiogeräte, Webcam und Display bieten. Und das alles in eleganter, schlanker und leichter Form. Aber das waren längst nicht alle Mindestanforderungen, denn es gibt noch zahlreiche andere Anforderungen. Seht euch dieses Bild an. Das heißt, Intel stellt die Mindestanforderungen und die Hersteller wie Lenovo, HP, Dell, Samsung und weitere versprechen, diese Anforderungen zu erfüllen, um ein Angebot an erstklassigen Laptops zu entwickeln. Und warum diese Zusammenarbeit gut ist, klären wir mit der zweiten Frage. Frage Nummer 2. Warum ist die Intel Evo Plakette gut für uns Kunden? Mittlerweile ist das Angebot an Laptops so groß, dass die Kunden nicht auf Anhieb sehen können, was die Laptops bieten. Es ist und wird zunehmend schwieriger, den Markt zu durchblicken, was ein Problem darstellt. Vor allem für Kunden, die mobil sein wollen, aber dennoch nicht auf Leistung und Durchhaltevermögen verzichten wollen oder können. Der Intel Evo Sticker löst genau dieses Problem. Wenn Kunden diesen Aufkleber sehen, wissen sie auf Anhieb, was das Laptop mindestens bietet. Und damit hört die Suche auf, beziehungsweise die Suchzeit verringert sich, denn die Vorauswahl wird erleichtert. Das liegt daran, dass Intels Anforderungen anspruchsvoll sind und nicht jedes Laptop zertifiziert wird. Das ist auch gut so. Zusammengefasst ist die Intel Evo Plakette also ein Erkennungsmerkmal, womit die Kunden auf einen Blick erkennen, welche Laptops die beste Leistung für mobiles und produktives Arbeiten ermöglichen. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils. Weiter geht es mit Teil 3 und den Neuerungen von Windows 11. Klickt hierfür auf die Karte. Bis gleich!